Heute geht es um Kopfbedeckung für Männer für den Sommer. Nein, Leute, die Kopfbedeckungen sind nicht nur was für den Winter, sondern auch für den Sommer. Denn wir wollen uns im Sommer, gerade wenn es richtig heiß draußen ist, dementsprechend auch vor der Sonne schützen. Und da sind Kopfbedeckungen natürlich das absolute Go-To. Starten mit der ersten Variante, und zwar der wohl gängigsten Variante überhaupt für uns Männer, die Baseball Cap bzw. Cap. Wie der Name schon sagt, die Kopfbedeckung kommt aus dem Sport, und zwar vom Baseball. Die Amerikaner haben es damals beim Baseballspielen immer getragen. Und mittlerweile ist es für Männer tatsächlich die gängigste Variante überhaupt für den Sommer. Für mich sind Caps auch gleichzeitig die coolste Variante für uns Männer, und Caps gibt es auch wirklich in unzähligen, vielen verschiedenen Varianten und Farben. Weiter geht's mit der nächsten Möglichkeit für uns Männer im Sommer, und zwar mit der Fischermütze. Auch wenn diese Fischermütze jetzt eher aussieht wie so ein Indiana Jones Hut, nein, es ist eine Fischermütze, und das Gute an Fischermützen ist folgendes: Die haben meistens einen komplett runden Schirm, heißt, du wirst maximal von der Sonne geschützt, auch dein Nacken, wo natürlich normalerweise immer schön die Sonne drauf knallt, ja, der wird dementsprechend auch geschützt und halt von der Fischermütze bedeckt. Die nächste Kopfbedeckung darf selbstverständlich nicht fehlen, gerade an die Hamburger Kollegen, ja, die muss natürlich auch hier mit dabei sein, kann man auch im Sommer tragen, und zwar die Beanie. Die Beanie kann man auch super cool kombinieren zu verschiedenen Outfits, kann ein Highlight werden auch bei einem Outfit und kann ein Outfit einfach am Ende des Tages auch abrunden. Wenn ihr eine Beanie für den Sommer auswählt, achtet darauf, leichte Stoffe zu nehmen, wie zum Beispiel Baumwolle oder Leine, damit ihr nicht so schnell anfangt zu schwitzen. Machen wir weiter mit der letzten Variante, und zwar mit der Variante, die man auf jeden Fall benötigt, wenn man an den Strand geht, und zwar Strohhüte. Strohhüte sind super angenehm zum Tragen, weil die natürlich super luftdurchlässig sind, und gerade wenn du am Strand liegst, ja, die Sonne knallt auf dich drauf und du hast einen Strohhut auf, du wirst maximal geschützt mit einem Strohhut, sind super angenehm, weil halt auch die Luft durch kann. Von daher das absolute Must-Have, wenn es zum Strand geht für uns Männer. Und während man die Strohhüte eigentlich nur am Strand trägt, ja, kann man die anderen Kopfbedeckungen natürlich auch im Alltag tragen, ja, weil so ein Strohhut, ich glaube, damit laufen die wenigsten Männer im Alltag durch die Stadt. Auf jeden Fall trotzdem eine coole Möglichkeit, gerade für den Strandurlaub. Falls du übrigens noch weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling, und das gibt dir einfach so ein paar Guidelines mit an die Hand. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du übrigens 20% Rabatt auf dieses E-Book. Ich verlinke dir das unten in der Box. Also Leute, ich hoffe, ihr konntet euch aus dem heutigen Video ein bisschen Inspo rausziehen für eure Kopfbedeckung im Sommer. Denkt auf jeden Fall dran, wenn die Sonne ordentlich knallt, dann versucht eure Mummel da oben auf jeden Fall zu schützen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen maximal sonnigen Sommer.